Ein wunderbares und herzliches Hallo zu dir. Ich habe ein tolles Interview gehabt mit einer großen Frauenzeitschrift zum Thema Magen-Darm. Und da habe ich mit der Redakteurin darüber gesprochen, dass gerade der Darm ja nochmal bei uns Frauen anders reagiert auf gewisse auf gewisse Erkrankungen oder auch auf gewisse Heilmethoden als bei Männern, weil wir einfach als Frauen ein anderes Hormonprofil haben. Und da sagte sie zu mir, ja, das ist ja auch gut, dass da noch immer viel mehr jetzt wieder auch geguckt wird, speziell Medizin für uns Frauen zu machen. Und das ist meiner Meinung nach auch längst überfällig, dass wir noch viel mehr wirklich schauen, Frauengesundheit, Männergesundheit. Und ich finde es ganz spannend, weil wenn du mal schaust, seit ein paar Jahren werden die Geschlechter ja im Gesellschaftspolitischen stark aufgeweicht. Es gibt männlich, weiblich, divers und ja, ich kenne mich bei diesen ganzen, Formen in diesem woken Weltbild nicht so aus. Wir haben eine Boxerin, die Olympia gewonnen hat und jetzt hat man, ach ja, in zwei Gutachten doch herausgefunden, dass sie ein Mann ist, was viele vorher vielleicht schon erahnt haben. Was ich sagen will ist, es ist total spannend. Auf der einen Seite gibt es diese politisch gewollte Aufweichung der Geschlechter, wo schon Kindern nahegelegt wird, nochmal in sich reinzuspüren, ob man wirklich das richtige Geschlecht hat. Gleichzeitig stellt man aber fest, dass in der Medizin und in der Pharmazie bei der Behandlung von Frauen und Männern große Unterschiede bestehen. Ihr wisst ja, es muss doch auch anders gehen. Und ich finde es so wichtig, dass gerade wir Frauen uns wieder darauf besinnen, wie wichtig und wie wunderbar es ist, ganz in unserer Weiblichkeit zu sein, kein besserer Mann zu sein. Gewisse Dinge dürfen wir auch sagen, nein, ich bin eine Frau. Ich hatte die Diskussion auch letztes Wochenende, nicht Diskussion, sondern wir haben darüber gesprochen. Mein Mann hat zusammen mit meinem Cousin einen Stall gebaut für unsere Enten, ein richtig großes Ding, ja. Und dann haben wir so gesprochen und dann habe ich gesagt, naja, also ich helfe euch da nicht. Ich kann euch am Rande ein bisschen helfen, aber diese schweren Holzbalken, die kann ich nicht halten. Und dann ging das so ein bisschen flapsig los, naja, so Emanzipation. Und dann habe ich auch nochmal deutlich gesagt, naja, aber es hat ja aufgrund meines Muskelaufbaus Grenzen. Ja, und es ist eben einer Frau nicht alles möglich, was auch einem Mann möglich ist. Und umgekehrt. Ich sag mal, ne? Ich habe unsere vier Töchter geboren, mein Mann eher nicht. Was ich damit ausdrücken möchte, ist dieses, was politisch von außen an uns rangetragen wird, ja, auch da wieder, wie man sich zu verhalten hat, was richtig zu sein scheint, was falsch zu sein scheint, gibt ja wieder neue Unsicherheiten und lässt uns noch mehr an uns zweifeln. Wie viel Weiblichkeit darf sein? Wie viel muss ich genauso mit den Männern mithalten können? Wie ist das bei den Männern? Ja, wie viel Männlichkeit ist gewollt? Wie viel, wo sollen sie sich zurückhalten? Was ist die Aufgabe eines Mannes, einer Frau? Und das kann, wenn es so aufgeweicht wird, schon unsicher machen. Aber wie gesagt, wir haben den Gegentrend, dass in der Medizin ganz klar erkannt wurde, okay, Frauen und Männer ticken wohl doch irgendwie ein bisschen unterschiedlich und wir müssen sie auch unterschiedlich behandeln, um bestmögliche Ergebnisse zu haben. Es muss doch auch anders gehen, also sprich,
Spür mal in dich hinein. Was ist für dich das richtige Maß an Weiblichkeit? Auch da bist du dein eigenes Maß. Und wenn wir mal schauen, ja, gerade so in meinem Thema Darmgesundheit, ja, spielen die weiblichen Hormone eine immense Rolle. Ja, es gibt extra Bakterien im Darm, den Östrogenspiegel im Körper beeinflussen. Das Progesteron hat einen direkten Einfluss auf den Darm. Das heißt, im Laufe des Lebens einer Frau, und wir sind ja immer diesem Zusammenspiel aus Östrogen, Progesteron, Testosteron ausgesetzt, unterliegt unsere Gesundheit wirklich auch den Hormonen. Und das macht dann schon einen großen Unterschied. Und bei der Darmgesundheit ist es so, dass du das zum Beispiel merkst in der Schwangerschaft, wenn du sehr viel Progesteron hast, dann hast du eher so Verstopfung. In den Wechseljahren, wenn das Progesteron sinkt, kann es dazu kommen, dass du weniger, ja, nicht zu Verstopfung hast, sondern eher schon flüssigeren Stuhl Richtung Durchfall oder häufigere Stuhlgänge. Und auch unser Herz-Kreislauf-System ist hormonabhängig vom Östrogen. Haut, Haare, alles, Muskeln, Gelenke, ja, da spielen die Hormone einfach eine riesige Rolle. Und warum das alles, sage ich mal, kleinreden, nur weil man politisch was anderes will? Es geht darum, fühle dich rein, leb deine Weiblichkeit so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Lass dich da nicht bewerten, schau nicht nach rechts und links, wie es andere machen, was dir vorgemacht wird. Weil, ja, du gehst nicht in den Schuhen der anderen. Was für die eine Frau richtig ist, kann für die andere schon wieder völlig daneben sein. Deswegen ist es so wichtig, dass du bei dir bist. Und das ist in der jetzigen Zeit auch so wichtig. Bleib bei dir. Hör auf, dir irgendwas einreden zu lassen, dich beeinflussen zu lassen, ja, dich bewerten zu lassen, sondern lern dich anzuerkennen und dich wertzuschätzen. Wir vergessen das immer. Wir sind 24/7 mit uns zusammen. Wir sind unser ganzes Leben mit uns zusammen. Und wenn es etwas gibt, was du an dir nicht magst, weil du sagst, oh, ja, dann änder das. Ich weiß, ich höre es schon, ja, die hat gut reden und das ist so schwer und die Veränderung, ja, dann such dir jemanden, der dir bald dabei hilft. Such dir Gleichgesinnte, geh in eine Gruppe, such dir jemanden, der dich an die Hand nimmt. Du musst nicht alles alleine können. Nur weil du es alleine nicht schaffst, heißt es nicht, dass du es nicht verändern kannst. Und wenn du sagst, naja, so doll stürzt mich dann doch nicht, dann lern damit zu leben. Nimm es an und sag, okay, ist eine meiner Besonderheiten, die ich habe. Ist etwas, ein unveränderliches Kennzeichen, was sonst keiner hat. Ich habe als junge Frau sehr große Narben bekommen. Hier am Dekolleté, am Rücken. Das ist entstanden aus einem Mückenstich, den ich aufgekratzt hatte. Und da sind dann Keloidnarben daraus entstanden. Die wurden mir dann vereist von einem Hautarzt, der aber hat seine Helferin machen lassen. Vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht. Wenigstens entstanden riesige Blasen, die dann aufgegangen sind. Und das Ergebnis war, dass die Narben immer größer wurden statt kleiner. Und ich habe da als junge Frau schon auch mit zu tun gehabt, weil ich habe nie was Ausgeschnittenes angezogen. Mir war das immer unangenehm, weil mich viele darauf angesprochen haben oder mich angestarrt haben. Aber ich habe irgendwann
weil mir klar war, ich werde diese Narbe nicht mehr wegbekommen. Ich werde sie auch nicht mehr von irgendjemandem bearbeiten lassen, weil ich hatte ja das schlechte Ergebnis, hat ja dazu geführt. Ich habe irgendwann gesagt, okay, das ist das, worauf man mich beim Tisch in der Pathologie irgendwann erkennen wird. Es ist ein unveränderliches Kennzeichen an mir. Und wie schön ist es, etwas, was nur ich habe. Und ganz ehrlich, ich sehe meine Narbe gar nicht mehr. Ich registriere sie gar nicht. Und es ist für mich einfach, es gehört zu mir. Ich kann es auch nicht verändern. Aber andere Dinge, die konnte ich schon verändern. Und es wird noch mehr Dinge geben, weil wir sind, in meiner Welt sind wir auf einer lebenslangen Reise. Es wird weiter Dinge geben, wo ich, ja, merken werde, dass ich etwas verändern darf. Und das kostet immer wieder Mut und es kostet immer wieder Kraft. Aber es lohnt sich. Weil wenn du dir selbst die Hand reichen kannst, wenn du damit völlig im Frieden bist, dass du eine Frau bist, dass du deine Weiblichkeit so leben kannst und darfst, wie du es persönlich für richtig hältst, wenn du ganz in deinem Frausein angekommen bist, dann ist das ein ziemlich cooles Leben. Und das macht Freude. Das lässt dich lächeln. Das macht Spaß. Und genau das wünsche ich mir auch für dich.